Wir haben eine echt super Stimmung untereinander zwischen den Studenten. Man muss sich nicht von vornherein festlegen. Es gibt vielfältige Angebote. Internationale Vernetzung. Austauschprogramme für Studierende. Es gibt einen uni-eigenen Biergarten. Vereine, Hochschulgruppen. Praxisorientierte Tutorien. Ein kostenloses Freibad. Und eine tolle Kulturszene. Wir haben ein wunderbares Studienbüro. Neue Projektideen von Studenten finden immer ein offenes Ohr. Das war zu viel des Guten. Darmstadt ist eine kleine Großstadt, direkt zwischen dem Odenwald und dem Rhein-Main-Gebiet. Und das Schöne daran ist, das spiegelt sich auch in der Uni wieder. Unter besten Voraussetzungen wird hier Maschinenbau, Sustainable Engineering, gelehrt. Das war immer in Darmstadt die Philosophie, eine allgemeine Ausbildung, eine breite Ausbildung. Heute kombiniert mit methodischem KI-Wissen, das den Studierenden zu vermitteln, so dass sie gut ausgebildet sind. Dabei wird die aktuelle Forschung in die Lehre integriert. Wir sind damit in der Lage, immer Lehre am Puls der Zeit zu ermöglichen und können unseren Studierenden eine bestmögliche Ausbildung ermöglichen. Die Ausbildung an der TU Darmstadt ist nicht nur eine universelle Grundausbildung, sondern sie ist auch eine sehr praxisnahe Ausbildung. In Summe ergibt sich hierdurch also ein breites Portfolio an Möglichkeiten für die Studierenden, ihr Erlerntes in die Praxis zu überführen. Dazu kommt auch, dass der Maschinenbau wirklich überall ist in unserer Welt. Ich habe an der TU Darmstadt am Fachbereich Maschinenbau studiert. Und schon damals hat mich der Beruf als Ingenieur und die Möglichkeit, mit neuen Technologien die Zukunft zu gestalten, begeistert. Heute bin ich Chief Technology Officer der Vibracoustic SE in Darmstadt. Ich beschäftige mich tagtäglich mit innovativen Ideen und aktuellen Entwicklungen. Stell dir eine Welt vor, in der Mobilität sicher und nachhaltig ist. Innovative Lösungen sind ein Ziel der TU Darmstadt. Durch Forschung und der guten Vernetzung mit der Industrie möchte der Studiengang Maschinenbau Sustainable Engineering den Studierenden Methoden an die Hand geben, wie sie Systeme so auslegen können, dass man wirklich eine nachhaltige Welt hat. Stell dir eine Welt vor, in der wir mit Flugzeugen aus Papier fliegen. Die TU Darmstadt zeichnet sich durch ihren Pioniergeist vor allem aus. Vor allem ihr Gemeinschaftszusammenhalt, den sie hat, in Lehre, aber auch in Forschung. Während des Studiums wird das gemeinschaftliche Wir von Beginn an durch eine persönliche und individuelle Betreuung gelebt. So haben die Studierenden stets die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit dem Lehrenden, aber insbesondere auch den Tutoren und Übungsleitern zu kommen. Dieser gemeinschaftliche, kollegiale Ansatz ist ein zentrales Element bei der Begleitung der Studierenden an der Universität. An der TU Darmstadt finde ich besonders, dass der Austausch zwischen Studenten und Professoren immer auf Augenhöhe stattfindet. Die Betreuung der Studierenden verfolgt das Ziel, dass wir die Studierenden mit einem guten und persönlichen Betreuungsverhältnis beim Lernen unterstützen und mit Teamarbeit auf Augenhöhe in unsere Forschung integrieren. Ich bin im Projektmanagement, mit der Kundenkommunikation habe ich zu tun und auch in der Entwicklung. Das Mentoring im Studium habe ich als sehr positiv empfunden. Dieses Mentoring ermöglicht einen fachlichen und auch einen persönlichen Austausch zwischen den Studierenden und den ProfessorInnen an unserem Fachbereich. Stell dir eine Welt vor, in der Menschen nicht mehr auf Spenderorgane warten müssen. Weil wir mit unseren 3D-Druckern diese Organe drucken können. Die mithilfe des 3D-Biodrucks erzeugten Gewebe können über unterschiedliche Wege einen positiven Eintrag auf die Medizin und damit eben auch auf die Lebenserwartung von Menschen leisten. Das Schöne am Ingenieurberuf ist, dass er so vielfältig ist. In sehr vielen Branchen sind Ingenieurinnen und Ingenieure beteiligt. Das ist für mich eben das Spannende, dass man immer wieder Neues lernen kann und immer wieder neue Branchen auch kennenlernen kann. So kann man in die Forschung gehen, man kann in die Entwicklung gehen, man kann aber auch Prozesse optimieren. Und dabei in einer sehr vielfältigen und interdisziplinären Arbeitsumgebung agieren. Was viele vielleicht nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Darmstadt exzellente Kontakte in die ganze Welt hat und an den wirklich wichtigen Themen mitforscht. Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Spitzenuniversitäten und Unternehmen zusammen. Weiterhin sind wir Teil der europäischen Initiative UNITE und zusammen mit anderen Partneruniversitäten Teil einer riesigen europäischen Universität. Es besteht für die Studierenden auch die Möglichkeit, ein Auslandssemester an einer der vielen Partneruniversitäten weltweit zu absolvieren. Das heißt, sie haben als Ingenieur wirklich die Möglichkeit, national sowie international einen Karriereweg einzuschlagen. Und Sie müssen wissen, überall da, wo komplexe technische Probleme gelöst werden müssen, da wird ein Ingenieur gebraucht. Für mich ist es der Beruf, wo ich kreativ sein kann, wo ich ständig Neues entdecken und Neues entwickeln kann. An der TU Darmstadt steht einem die Welt im wahrsten Sinne des Wortes offen. Stell dir vor, das kann auch deine Welt sein. Studiere Maschinenbau, Sustainable Engineering,
an der TU Darmstadt. We Engineer Future.